Hallo, Servus, Hanvieri. Ich bin da in einem verlassenen landwirtschaftlichen Anwesen. Neben mir ein alter Bulldog. Jemand noch mehr auf dem Gelände, oder? Sind nicht Dreck und ach, sogar noch ältere. Wie ich das Ganze sehen möchte, bleibt es drauf. Geht es mit mir über das ganze Anwesen. Habt viel Spaß dabei. Ich kann es euch gleich schon sagen, das Ganze wird ein Schmankerl. Die schaut jetzt zwar dermaßen verhaut aus, aber das Anwesen da, das verbirgt ein paar Schätzchen. Ich habe mich schon ein bisschen hab mich umgeschaut, also nicht viel, aber ein bisschen. Da haben wir jetzt die Stirnseiten vor dem Gebäude. Der Balkon oben, der schaut noch relativ gut eigentlich aus. Da ist die ganze Fassade auch wesentlich besser benannt. Aber innen drin, Leute, das ist schon. Mal schauen. So vom Malz verlangen, gell? Da sieht man noch was ein. Jetzt pass auf. Da sieht man noch einen Tisch drin, oder was ist denn das da? Ah ja, Couch. Warte mal, ich tue mal. Pass mal auf. Dann tue ich wieder die Kamera rein. Dann sehe ich es wieder mehr. Hey, jetzt hast du wieder ein wenig mehr gesehen. Bin ich selber gespannt. Wenn ich das dann sehe beim Schneiden, die Aufnahmen. Ein Drumhaus war das, ehrlich. Jetzt darf ich sagen, spitzen wir erst einmal da in ein Nebengebäude rein. Schaut zwar schon wüstest aus, gell? Da hinten haben wir zwei alte Öltanks. Heizöltanks, ansonsten kann ich jetzt auch noch nichts sagen dazu, dann spitzen wir mal da rein. Das Dach schaut nicht gar nicht schlecht aus. Was haben wir da hier hinten gehabt? Dürfte mal ein Hasenstall oder so gewesen sein. He? Den Eindruck macht man das. Da mit dem Gitterzeug. Da ist so. Als kleines Ölfasserl. Gut, dann. Schauen wir mal noch weiter aufs Grundstück, was sich da noch schön versteckt und verbirgt. Das da, das kommt auch schon alles runter. Ich achte jetzt schon mal auf die Flaschen. Das ist ein ganz neu, bis 24. Ach Gott. Naja, da ist auch nichts erkennbar. Eine ganz alte landwirtschaftliche Gerätschaft. Da kommt die Decke runter, also Obacht geben. Der muss jetzt nicht zu lange aufhalten. Jetzt schaut mal dieses alte Bauernhaus oder habe ich das zusammengefällt. Das ist ein Ding. Hey. Da oben sehe ich jetzt gerade. Da wäre ein Balkon gewesen sein. Und oben an der Tür 1800, na, was heißt denn das? 46 wahrscheinlich. Also das Jahr war irgendwann ist dann 200 Jahre mehr geworden. Wahnsinn, ey. Wie da alles runterkommt. Da oben ein Maschendrahtzaun als Fenstergitter.
Und ansonsten fällt mir auf, die ganzen Fenster auf Vergitter, oben und unten. Interessant wieder, gell? Warum sieht man das eigentlich so oft bei den Bauernhäusern, bei den alten, dass Fenster vergittert sind? Vor allem mal oben im ersten Stock. Das ist das Balkongeländer gewesen da. Meine Nerven, ey. Schauen wir mal weiter. Das ist vorher gar nicht einmal so klar gewesen, da, ey. Dieses ganze Areal, der ganze Innenhof da. Da hier hinten, da haben wir mal versucht zum Drohbauen. Das sind eigentlich relativ moderne Ziegel schon da. Aber das Objekt ist da noch eingestellt worden anscheinend. So, jetzt gibt's Obacht. Jetzt kommen wir zum Schatz Nummer 1. Und zwar haben wir da den ersten Bulldog von mehreren. Jetzt kommen wir da hin. Muss ich aufpassen, das zeige ich alles so baufällig. Ja, schaut mal das Ding an. Was meinst du, wie lange das der schon da steht? Was ist das für einer? Ich komme jetzt mit Trecker nicht so aus. Von dem kantigen Vorbau hätte ich gesagt, vielleicht ein Ford. So ein Ford, ja, so ein, ich weiß, New Holland oder was. Nein. Das ist ein Granit 500E. Ein Hanomag. Ein Hanomag ist das. Hannoversche Maschinen AG, oder wie hat sie das genannt? Mein Gott, der Sitz. Das ist nur ein richtiger Blechsitz gewesen. Den hat er sich ausgepolstert, hängt sich das. Oh Mann, ey. Der Spiegel ist ja noch intakt, jawohl, schön, ja. Der ist auch noch gut. Da ist einmal gearbeitet worden drauf. Und zwar vor vielen, vielen, vielen Jahren. Das ist lang her. Machen wir uns weiter in die nächsten Gebäude. Mach's gut, alter Hanomag. Schön, dass wir uns drauf haben. Und jetzt schau ich mal weiter da. Also jetzt bin ich wieder in dem Innenhof da. Das ist wirklich ein Drum anwesend gewesen. Schaut mal das an. He? Da ist so viel immer angeschustert worden, immer wieder was drauf gestickelt. Aber die Größe ist beeindruckend. Da liegt da die Bulldog-Schaufe. Da habe ich jetzt auch noch nicht reingeschaut. Schauen wir mal, was da ist. Was haben wir da hinten? Irgend so ein Ding zum Dünger ausbringen oder was? Flüssigkeiten, Flüssigdünger. Ansonsten nichts weiter, was spannend war. Da herum. Das sind lauter so Abstellgaragen wie für Bulldogs. Das sind auch nicht. So öliger Fußboden da. Dann da herum, wenn wir sie da hertrauen. Das macht noch am stabilsten Eindruck da. Die Geschichte, gell. Da haben wir alle die Anhänger. Schön hochgeben. Und schauen, wo ich da hinsteige. Drum Dinge. Eine drum Anlage. Also das ist jetzt auf alle Fälle Neuland. Lauter Gerätschaften, da schaut mal das an. Das ist also ein Erdbohrer, da hast du bohren können wahrscheinlich in die Erden. Was festmachen. Das war die Kreissäge. Ein drum Dinger. Wahnsinn. Eine Heibung.
da haben sie einen ganzen alten von den Urgroßväter die Gerätschaften einfach abgestellt da herren. Naja, alles zugänglich, gell? Hat sich mal ein Hafer abgespielt da. Und das bleibt dann über davon. Wahnsinn. Macht nachdenklich wieder sowas. Vor allem, wenn man das sieht, dass da was probiert worden ist zum Neubauen. Boah, da hat sich die ganze Hauswand verbogen schon. Die ganze Hauswand, was da gemauert worden ist, hat sich nach innen verbogen. Da ist alles zusammengebracht. Mal da außen nochmal gehen. Wird den Tisch schon verlassen sein da. Mensch, an diese Eindrücke. Das ist schade, dass man sowas in einem Film eigentlich nicht rüberbringen kann. Diese Eindrücke da, die man jetzt da gewinnt. Da habe ich vorhin schon mal reingeschaut. Da gehe ich aber jetzt nicht weiter rein. Das da hinten ist irgendwas. An der Wand oder die Gerätschaft ist meine irgendwas mit dem Melken, sondern kann irgendwas ein Melkapparat sein. Also sowas habe ich schon mal irgendwo gesehen. Hat sich dann ausgestellt, das war was zum Kühlmelken. Ich gehe jetzt aus dem Grund nicht weiter rein, dann seht ihr das Loch da. Jetzt pass auf. Ich werde es gleich verstehen, warum ich da nicht reingehe. Weil der Boden, wenn man zusammenkracht. Ich weiß nicht, was drunter ist, aber ja, das war jetzt ein Kunstwurf, gell? Den musst du auch zusammenbringen. Nehmen wir den Kleinen her. Jetzt Obacht geben. Also Wasser unten. Das heißt, die ganze Scheiße da ist unterhöhlt. Und Wasser drunter. Und da mag ich jetzt nicht rauschen. Aber die Tiere da hinten, die kann ich umgehen. Weil es da rechts nämlich auch reingeht. Und da müsste jetzt wieder dran bleiben. Jetzt wird es nämlich noch mehr hochinteressanter. Hoppala, da ist noch rutschiger. Jetzt schaut es her. Jetzt haben wir da mal das erste Gefährt. Mios Kaudi. Was war das für einer? Da vorne ist Schüttel. Wieder ein Hanomag. Ist jetzt der Raum wieder da hinten, wo ich glaube, das Wasser runter ist. Das waren Hanomag-Fans. Das war einmal ein Kurstall da. Hm? Ja, hoffentlich hält das Ding hier, sagt das. Das muss jetzt über mir nicht zusammenrufen. Boah. Das sind Eindrücke, das kann ich dir sagen, du. Alle Anhänger, überall tropft es da runter. Also das Gebäude, ich glaube, dass das irgendwann noch mal zusammenrauscht und dann sind die ganzen Bulldogs da herin auch weg. Zu hoch gehen wir. Dann geht's weiter. Der nächste Bulldog. Oh, Lettig ist da. Das ist ein Doppeltrumpf. ES300V von Mengele. Oh, Hightech. War zumindest so mein Hightech-Gerät. Das ist wieder ein Hanomag. Der kracht schon sauber zusammen, gell? Da ist ein wenig aufgepackt worden da hinten. Hat auch noch das Rall gebraucht wahrscheinlich. Da haben wir den Typenschüttel jetzt beobachtet. Hanomag AG. Baujahr 57. Da steht es, 1957. Mann, hey.
ich jetzt fast denke, dass der älter ist. Wenn jetzt nicht 57 Jahre ist der verdammt schlecht beieinander. Dann habe ich da drum noch mal einen gesehen, einen Bulldog. Da gehen wir jetzt auch noch schnell um. Das ist da so rutschig und lättig. Da kann man noch ausrutschen. Und überhaupt hin. Also ist verbaut da. Ah, geht schon durch. Kann man schon durchsteigen. Ach, das ist auch noch ein Anhängerteil. Ach, da auch noch. Das ist aus dem Anbruch, das war ein ganzes Teil einmal. Dann schauen wir mal das Gerät noch. Also das ist der Teil, der wo zusammengefallen ist da herum. Boah, wahnsinnig. Und da. Das war ein Krugel, eine richtige Krugel war das mit 6 km/h. Ein McCormick. Ein McCormick D324. Mann, ey. Hat der da durchgepasst. Der kann nur da durchkommen, so durch die schmale Tür. Das war aber Maßarbeit dann. Die haben, wie viele Bulldogs haben sie jetzt, gehabt? Da? Pass auf, der eine erste Hanomag. Dann der zweite da hinten im Eck, der dritte, der vierte. Auf alle Fälle 4 Bulldog, was da noch rumstehen. Das kann man sich so richtig schön vorstellen. Okay. Und dann umgesessen ist, der hier knattert. Dann haben die das alles mit Kuh. Kuh, wie sagt man da, Kuhstelle, also Kuhstall mit, sagt man die einzelnen Stände da oder wie. Normalerweise haben wir aber da alles gesehen, wenn ich nicht irre. Da haben wir schon umgeklärt, oder was war jetzt da noch? Das ist da, wo es zusammengefallen ist, genau. Ja, genau. Ja, Freunde, dann sagt der Hanomag auf den ganzen Brüder, danke fürs Zuschauen, das war's. Das war ein hochspannender Bauernhof jetzt da, den wir jetzt gerade gleich haben. Danke fürs Zuschauen, wie gesagt. Kanal abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben geben, Glocke aktivieren. Was du kannst dazu sagen, nächste Woche, Samstag, 15:30 Uhr. Das war dann über den nächsten Film, wenn ich das gut habe. Also, bis dahin, macht es gut. Servus, bis gleich. Thank you.